Herzlich willkommen zum Polyk Tricot Patch Tutorial. Mein Name ist Yuki Sakyo und ich werde euch in diesem Tutorial zeigen, wie man den Tricot Patch in FIFA einfügen kann. Dazu brauchen wir das Programm Polyk Mod Manager. Hierzu gebt ihr in eurem Browser einfach www.fifaeditortool.com/download in die URL-Suche ein und dann kommt ihr auf eine Download-Seite. Hier seht ihr dann den Mod Manager. Dort klickt ihr dann einfach auf Download. Ihr werdet dann weitergeleitet zur Seite Mega. Dort findet ihr den FIFA Mod Manager 1.0.1 RAR. Diese Datei downloadet ihr euch. Ihr benötigt dafür nicht die Mega App. Ihr könnt das ganz einfach über den Browser downloaden. Wenn ihr die Datei fertig gedownloadet habt, findet ihr diese in eurem Downloads-Ordner standardmäßig. Nun müsst ihr die RAR-Datei dorthin packen, wo euer FIFA-Spiel installiert ist. Das bedeutet in meinem Fall lokaler Datenträger D. Hier angekommen müsst ihr nun die RAR-Datei entpacken. Dies macht ihr mit Entpackungsprogrammen wie WinRAR oder 7-Zip. Dann entsteht ein normaler FIFA Mod Manager Ordner. Innerhalb dieses Ordners findet ihr eine Anwendung. Bei der Gelegenheit könnt ihr euch eine Verknüpfung erstellen lassen und diese auf den Desktop ziehen. Ihr könnt nun entweder auf die Verknüpfung oder direkt auf die Anwendung klicken, um den Mod Manager zu starten. Im Mod Manager angekommen, empfängt uns dort ein sehr schönes Darkmode Design. Ihr findet links oben einen Knopf mit DirectX 11. Wenn man dort draufklickt, ändert sich das Ganze auf DirectX 12. In meinem Fall lasse ich es aber auf DirectX 11. Aktuell haben wir ein Default-Profil. Dies können wir ändern, indem wir auf das Plus drücken und dort einen Namen für ein neues Profil angeben. Ich tippe jetzt einfach FIFA 21 ein und somit hätten wir dann ein neues Profil erstellt. Nun müssen wir noch eine Mod-Datei hinzufügen. Dies machen wir, indem wir auf Import Mods links unten klicken. In meinem Beispiel habe ich nun hier die Tricot-Patch-Version 1.0 als Mod-Datei. Darauf klicken wir und öffnen diese. Hier ist zu beachten, dass Stand jetzt nur Mod-Dateien reingeladen werden können, keine RAR- oder ZIP-Dateien. Nun haben wir hier den Polyk Tricot-Patch-Version 1.0 reingeladen. Auch noch mit einem schönen Symbol. Falls ihr das Ganze rückgängig machen wollt, könnt ihr einfach wieder auf Remove Mods klicken. Um jetzt nun den Polyk Tricot Patch wirklich zu FIFA hinzuzufügen, müssen wir rechts unten auf Apply Mods drücken. Damit sagen wir dem Programm, dass wir diesen Mod verwenden wollen. Nun erscheint der Polyk Tricot Patch auf der rechten Seite mit einem Häkchen. Dieses Häkchen könnt ihr auch rausnehmen, dann wäre dieser Mod nicht mehr aktiv. Wir möchten ihn aber jetzt behalten und machen das Häkchen wieder rein. Zudem gibt es noch einen weiteren Tab, und zwar die Beschreibung. In der Beschreibung, wo jetzt gerade das ist ein Test steht, steht normalerweise die Patch Notes. Das bedeutet, alle Änderungen, die dort hineingesetzt worden sind, werden dort angezeigt. Unterhalb findet ihr nochmal alle Dateien, die geändert worden sind, explizit nach Namen. Wir möchten aber nun wieder unseren Mod sehen und wollen jetzt eigentlich nur noch das Spiel starten. Das heißt, wir klicken auf Launch und nun seht ihr hier ein Fenster, was sich öffnet, und zwar Apply Mods to the Game, Please Wait. Dies dauert eine Weile, da er zum ersten Mal alle Dateien reinladen muss. So, jetzt sind wir gleich an dem Stand angekommen, wo das Ganze sich kurz festhängt und sich minimiert, und dann startet auch schon FIFA 21. Und das können wir mal sehen. Jetzt steht hier Polyk Tricot Patch Version 1.0, designed by Yuki Sakyo. Das Ganze sollte dann auch noch weiterladen, ganz normal, bis wir dann irgendwann im Menü ankommen. So, jetzt sind wir im Menü angekommen und man sieht jetzt schon einen schönen weißen Hintergrund. Wir gehen mal auf Pro Clubs. Aktuell bin ich bei Kone Gaming drin und da sieht man auch schon so ein wenig unsere Trikots. Und damit hat das auch alles wunderbar funktioniert. Falls Probleme oder Fragen aufkommen, könnt ihr diese mir gerne im Trikot-Patch Discord stellen oder wenn ihr mich auf Teamspeak findet, gerne auch auf dem Polyk Teamspeak oder auf der Polyk Website. Das war's dann auch mit dem Tutorial zum Polyk Tricot Patch. Und viel Spaß beim Spielen.